Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Super Susum. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht natürlich weiter, meine Lieben. Unsere neue Halle ist platziert, ist da. Oh, hier hinten müssen wir nochmal mit dem Freischneider lang. Das nützt alles nichts. Alter Vater, ja, unseren Drescher und dem Anhänger haben wir ja schon erfolgreich hier drin geparkt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's erstmal weiter? Eigentlich haben wir so gesehen den Arsch voll Arbeit. Der Kollege steht hier. Der Kollege steht hier, genau. So, wen wollen wir jetzt erstmal starten mit Sojabönchen? Düngen und Ansehen wäre nicht schlecht. Und dann sollte das eigentlich hier schon ganz gut klappen, oder? Passt. So, schauen wir doch mal ganz kurz, wie unser Düngestand ist. Feld 48 könnte dann auch angesät werden. Wir werden mal Folgendes machen. Und zwar, wir schicken den Kollegen hier mal runter. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir eine neue Sämaschine am Start. Die haben wir das letzte Mal gekauft. Die können wir eben mal ganz schnell holen. Und dann will ich mich mal nach ein paar Preisen erkundigen. Ein paar Preise, um hier zu kaufen. Wir haben ja unseren Kredit etwas ausgereizt. Oder haben wir unseren Kredit schon ausgereizt? Ich glaube nämlich nicht. Moment. Oh, Fendler. So. Okay. Unseren Kredit. Moment. Jetzt haben wir ihn ausgereizt. Oh, wir hatten aber schon fast ausgereizt. Eieieiei. Gut, dann lasst uns mal ganz kurz hier hochschauen. Bei die Kühe. Da habe ich kurz mal Augenkrebs gekriegt. Alter! Ist ja nicht euer Ernst, oder? 475.000, wie soll ich mir das denn leisten, bitte? Futter oder Maschine, dafür ist es schön gekommen. Für 85.000 verkaufe ich sie gerne. Dafür lasse ich auch Flüssigdüngermixer. Flüssigdüngermixer stehen? Ja, einen Flüssigdüngermixer haben wir ja schon. Flüssigdüngermixer haben wir schon. Oh, lego mio muchacho, das ist aber reichlich. Alter Vater, ey. So, warte mal, dann gucken wir doch mal runter zu den Schweinis. Aber wenn es nicht der neueste Stall ist, aber warum? Deine Ferkel groß zu ziehen, reicht das alle Male aus. Wenn du Getreidefutter hier lagern möchtest, um nicht immer so weite Wegstrecken auf dich zu nehmen, kannst du es gerne machen. Getreidelager für 135. Das ist mal der Schweinestall. Haben wir ja auch oben, ne? Das ist ja immer das. Du möchtest Ferkel aufziehen, dann bist du bei diesem Stall in der richtigen Adresse. Hier fühlen sich deine Schweine wohl und können in Ruhe ihre Ferkel auf die Welt bringen. Die Maschinenhalle neben dem Stall ist im Preis von 235 mit inbegriffen. Heißt das, was heißt das? Wir können hier nochmal Ferkel produzieren. Das ist nochmal eine Ferkelaufzucht. Das heißt, wir bringen Muttertiere hier hin. Wir bringen Muttertiere hin. Und bekommen Ferkel. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Besser wie der Stall. Weil den Schweinestall haben wir ja hier oben. Ne? Der ist ja noch nicht mal ganz voll. 100 Schweine können wir hier haben. Wir haben 12 Ferkel. Schweinefutter bräuchte man halt eben noch. Muss ich mal ganz kurz was gucken. Okay, pass mal auf. Wir brauchen Schweinefutter. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal um den Bauer Lürs kümmern. Der macht uns das nämlich. So, aber der braucht Mais. Genau, der braucht Mais und Weizen. Und genau deswegen hat man ja die Sämaschine gekauft. Ich hab's doch ausgemacht. Warum denn? Ich hab's doch wirklich ausgemacht. Ach, ich hab's nochmal neu gestartet. Ich hab's beim zweiten Mal nicht ausgemacht. Ich hab's erst beim ersten Mal nur ausgemacht. Oh. Ja. Gut, lasst uns die Sämaschine kaufen. Und, die einmal hochbringen. Mais anziehen. Wir brauchen unbedingt Mais. Dann können wir unser eigenes Schweinefutter produzieren, was ziemlich neues ist.
Und dann denke ich, passt das auf jeden Fall. So, einmal ankuppeln. Das gute Stück. Gut, ohne Gewicht ist fast klar, ne? 2,5 Tonnen muss jetzt auch nicht gleich sein. 1600er. 1500er. So, wartet mal. Schmeiß mal erstmal das Gewicht dran. Schade, ey. Das ist... Die Gewichte hier, die gefallen mir nicht so richtig, muss ich ehrlich zugeben. So, okay. Jetzt hängt man natürlich ganz schön in der Achse vorne. Aber da müssen wir mal schauen, dass... Huha, hauha. Haui, haui, haui. Die Reifen. Na gut. Nützt ja nichts. Ich meine... Der Traktor ist dafür da, um Lasten zu bewegen, ne? Und der halt ganz wow. Und der halt ganz besonders, aber das klappt natürlich so nicht. Das wird auf jeden Fall nichts. Was sind das? Der 828er, ne? Ach, der 313. Okay, alles klar. 313er. Das wird nicht. Ne, das stimmt schon. Gut. Nichtsdestotrotz. Vielleicht. Naja, okay. Mit dem wird er auch nicht klarkommen hier. Kann kein Mensch hingucken, oder? Da kann doch keine Sau zugucken hier, was der macht. Wir lassen trotzdem einfach machen. Er sieht ja einen Großteil des Feldes an, von daher soll das ja passen. So. Das hängen wir einmal ab. Ja, dann brauchen wir erstmal Saatgut. Müssen wir doch noch auf den Traktor eben kurz warten. Alter Schwede, ey. Das ist natürlich eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Warte mal, Traktortechnik, Hammer. Traktortechnik haben wir ja eigentlich ganz gut, aber... Alter Schwede, ey. Der 205 PS. Warte mal, welcher ist denn der andere, den wir haben? Ah, der 300er, 138 PS. Warte mal, was gibt's denn für den? 71.000, wenn wir zum Händler schaffen, gibt's noch ein bisschen mehr. Vielleicht können wir den tauschen. Vielleicht kriegen wir den getauscht. Gegen. Auch ein sehr geiler Traktor. Vielleicht kriegen wir den getauscht. Moment, mal ganz kurz schauen. Haben wir eigentlich den Originalen? Haben wir den Originalen? Wir haben den Originalen, den können wir auch verkaufen. Können wir noch ein bisschen Geld rausholen. Verkaufen und kaufen uns hier den gemoddeten. Vor allem den gibt es auch in verschiedenen Varianten. Der Eicher bringt uns nicht viel. Was haben wir hier noch für einen? Ein 621, wir haben eindeutig zu viel Deutsch drauf. Vielleicht den 800er. Der ist ja teuer. Können wir uns nicht leisten. Den Hammer. Wir. 900er. 926er. Oder...
Oder, Moment, wir... Ein 6R. Das wäre eine Maßnahme. Dass wir mal eine andere Maschine auf den Hof bringen. Der 6R, das würde mir auch, der würde mir auch ganz gut gefallen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. 800, da hätten wir auch noch. Würde auch noch ganz gut gehen. Aber dann haben wir, sind wir halt wieder sehr, sehr fendlastig. Und ich weiß, ihr wollt ja ganz gerne auch mal andere Traktoren sehen. Des Weiteren wollten wir uns kaufen eigentlich. Moment. Was im Teleskoplader? Nee. Wo war denn der? Bei Kompaktlader. Den wollten wir uns noch holen. Das machen wir auch mal. Den hatte ich nämlich extra mit draufgenommen. Ist ein super schöner Mod, finde ich, für die Map. Hatte 3000 Liter Schaufel, was sehr, sehr praktisch ist. Und ja. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Pass mal auf. Der ist ja echt nice, oder? Ist ein schöner, auf jeden Fall ein schöner Hofschlepper. So. Kommen wir mit dem relativ hoch, ja. Die Sämaschine sollte es reichen. Okay. Ich finde ihn klasse. Ich finde ihn wirklich klasse. Der hat auf jeden Fall was. Händlerhof. Okay, super. Gut. Abfahrer entlassen. So, die müssen wir jetzt erstmal an das Feld stellen. Da brauchen wir einen anderen Traktor dafür. Ich denke, dass wir da... Ich denke schon, dass wir auf den John Deere gehen werden. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. So, und dann könnten wir eigentlich den hier verkaufen. Meiner Meinung nach. Wo es echt ein schöner Traktor ist, ne? Aber es ist halt der 300er. Der 300er macht halt nicht viel Späne, ne? Sag mal, wir haben ja nicht so diese riesen... Das Problem ist, wir haben ziemlich große Felder. Wir haben ziemlich große Felder und das ist eben das Problem an der Sache. So, haben wir überhaupt... Das würde mich auch mal noch interessieren. Haben wir überhaupt Weizen eingelagert? Da müssten wir nämlich auch noch mal ein schönes Feld machen. Die Produktion sollte jetzt auch wieder anlaufen. Warte mal, hier können wir noch einen draufstellen. Vorausgesetzt, es geht los. Wie viele Ferkel haben wir schon wieder? 3 Ferkel. Die haben kein Schweinefutter mehr. Ja, Mist. Das ist richtig kacke. Wir haben aber auch jetzt hier 2500 Liter Gülle. Wasser, Konzentrat ist noch massenhaft drin. Flüssigdünger haben wir auch ohne Ende. Also das passt eigentlich alles. So, der ist leer. Gut. Ist jetzt wirklich eine gute Frage, wie wir hier weitermachen. Ich würde fast den und den originalen Deutz 6 Dingsbums Tralala verkaufen. Mit dem wir dafür den Johnny holen. Ich tue mich immer so schwer am Traktor verkaufen, Leute. Nehmt's mir nicht übel, ne? Aber ich tue mich da echt schwer. Weil ich jeden einzelnen liebe. Bei mir haben Traktoren Namen. Wisst ihr wie? Da hat jeder einen Namen und der ist auch so schön, ey. Der ist halt wirklich so schön. Finde doof. Will den nicht verkaufen. Ja, aber wir werden wahrscheinlich müssen.
Na komm, Kleiner. Reißt einfach nicht mehr für unsere Zwecke auf. Aus, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Und ich will gar nicht wissen, was der hier macht. Okay, warte mal. Das ist ja alles scheiße hier, so wie das aussieht. Der Kurs ist nach Kacke hoch 10. Also mal ehrlich. So, der Kurs ist einfach Kacke hoch 10. Baller mal die Sojabohnen jetzt mal hier noch selber rein. Guck da mal. Lassen die dann einfach noch das Vorgewende fahren. Und gut ist. Weiß nicht, warum er es bei dem Feld nicht so richtig auf die Kette kriegt. Bei den anderen kriegt er es ja auch hin. Er muss ja hier auch noch ganz normal rumdrehen. Aber ich habe schon geguckt mit drei Vorgewenden. Es ist halt vorne dieser eine Zipfel da. Der macht uns halt die Probleme. Hier vorne dieses kleine Stückchen da noch. So, warte mal, das haben wir. Hier fehlt noch was. Okay. Gut, aber dann sind wir auch schon wieder fertig, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut natürlich bei der nächsten Folge wieder rein. Ich werde mir jetzt hier eben noch schnell das Feld fertig machen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Manus. Tschüssi.